Ja, solidarisch, Schatz. Ja, der Moment, ankommt. Die gleiche Suite. 448. Genau. Ist alles in Ordnung daheim? Schön. Hey, natürlich möchte ich auch, dass du da wärst, tolle Schatz. Hey, du weißt, die Sitzung kann die halbe Nacht dauern. Weißt du dafür, dass man dagegen ist? Du, los, ich muss. Also, es kommt dann noch ein alter Tatort jetzt oben im Fernsehen, gell? Ja, machst du das gemütlich und hab keine Angst, das ist nur ein Film. Also, gute Nacht, lieber tolle Schatz. Ja, bitte? Hoteldirektion. Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist, Herr Eben. Luft ist rein. Bist du sicher, dass wir nicht noch mal gestört werden? Sicher nicht. Wieso bist du noch nicht abgezogen? Weil ich total damit beschäftigt war, an der Tür zu hören. Jetzt aber hopp, hopp, du Tür. Soll ich dir helfen? Nein, danke. Sicher nicht. Raus! Wow, du siehst es. Fantastisch. Danke, Herr Nationalrat. Ich lass dich anbeissen, du süße Rebe. Eigentlich ist das ja nicht besonders schön. Warte, ich leg mir etwas Leckeres an. Ich habe gemeint, es sei nicht besonders schön, was wir hier machen. Schließlich bist du SVP-Nationalrat und ich Politstrategin von der SP. Man darf Parteipolitik nicht so eng sehen. Und der Lebra würde explodieren, wenn er das wüsste. Ja, und dann erst der Berse. Und der wäre auf alle Details scharf. Und dann der Blocher. Der würde von unserem Verhältnis noch eher der EU zustimmen. Ich will aber nicht, dass das so gewohnt wird. Nein. Das bleibt eine Einzelinitiative. Ist das nicht eine wundervolle Nacht? Ich glaube, ich mache ein bisschen das Fenster auf. Wenn du willst. Wir haben einen wunderbaren Ausblick aufs Bundeshaus. Ausgerechnet. Gell, ein herrlicher Blick. Unten die Aare drüber, Kuppeln vom Bundeshaus und dahinter das Münster. Echt patriotisch. Arthur? Jetzt habe ich es doch gesagt. Buddha. Ich glaube, mir wird schlecht. Sofort ein Austern. Oh mein Gott! Buddha lenkt! Arthur! Buddha! Buddha! Anita! Du darfst einfach nicht runterschauen! Du musst einfach immer gerade raus! Kopf an die Decke! Wer ist das? Keine Ahnung, er hat sich nicht vorgestellt. Oh Arthur! Ich spüre keinen Puls. Ist er tot? Laut Zivilschutzverordnung 92 ist einer, der nicht mehr ansprechbar ist, kein Schnuff und kein Puls mehr hat, in der Regel tot. Ja. Wie lange liegt denn der schon da? Keine Ahnung, die Vorhänge sind zugezogen, als ich reingekommen bin. Er sieht schrecklich aus. Es können halt nicht alle so gut aussehen wie ich. Ach, Arthur! Natürlich sieht er schrecklich aus, schließlich ist er ja auch tot. Ein armer Kerl. Wieso? Das Kellner mit den Ausschlägen ist es jedenfalls nicht. Ja, aber das ist vielleicht ein anderer Hotelgast. Es ist auch ganz egal, wer das ist. Kann man über einen Balkon gekommen sein? Hey, jo, der Balkon geht ums ganze Hotel herum. Der muss irgendwie von außen das Fenster aufgedruckt haben, wollte einsteigen und dann pack. Das Fenster muss kaputt sein. Jetzt hat er keine Gelegenheit mehr zu reklamieren. Wir müssen die Polizei melden. Polizei? Aber schon sicher. Nein, sicher nicht der Polizei. Aber er ist doch tot. Der Todrat kann die Polizei jetzt auch nichts mehr ändern. Aber wir können doch nicht einfach einen Toten finden und nichts dergleichen tun. Was, Anita? Ich denke doch nur an dich und was es dir wird. Du denkst an deine Frau, an die SVP und deine Karriere. Zugegeben, an das denke ich auch. Bitte? Zimmerservice! Wir brauchen... Ich brauche nichts. Du hast doch Champagner und Austern bestellt. Ich weiss. Zimmerservice! Ich bin beschäftigt! Zimmerservice! Augenblick! Ich bringe hier das ganze Hotel zusammen. Los, geh ins Schlafzimmer warten. Zimmerservice!
Ich komme! Wer das hier hätte gesehen, wer ist so kalt? Stell dich nur mal gerade hier an, bitte. Danke vielmals, merci, merci, danke vielmals. Ich bin mein Kleid. Was machst du da? Lambada tanzen. Oder wie sieht das aus, was ich mit dem Gestabi hier mache? Das Fenster ist schon lebensgefährlich. Jetzt wissen wir es wenigstens, wie es passiert ist. Arthur, das ist nicht recht. Du darfst nicht verändern. Es muss ja auch nicht recht sein. Nur zweckmässig. Ich könnte kaum meinen, dass du in der Politik tätig bist. So, also, kann ich dich anlegen. Endlich! Ich bin so schnell gekommen, wie ich Nummer habe. Los, du! Es muss blitzschnell gehen, wir haben ganz wenig Zeit. Ich bin hier in meiner Suite auf etwas Unangenehmes gestossen. Stoss angestossen? Muss ich den Arzt holen? Sind Sie verletzt? Nicht schwafeln! Zuhören jetzt! Der Körper hängt jetzt in meinem Kleiderkasten. Wenn ich Ihren Körper teile. Aufpassen! Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass von dir an einem anderen Ort gefunden wird. Herr Rebbi, dürfte ich nochmal aufs Traktandum Kasten zurückkommen? Ich habe doch gewusst, dass du mich nicht im Stich lässt. Nein, nein, zuerst möchte ich schon gerne wissen, wie der Tote von da aussen da reingekommen ist. Ich glaube, es wäre das Beste, du sitzt ab. Herr Rebbi, Sie haben doch nicht ab. Ich hatte keine andere Wahl gehabt. Aber Sie haben doch doppelt keine Leiche in der Gegend umgeschränkt. Es hätte schnell müssen gehen. Das war auch nur ein Einbrecher. Aber Sie haben es nicht der Polizei gemeldet. Wegen dem brauche ich doch deine Hilfe, Willi. Es tut mir leid, Herr Abi. Willi, meine Frau meint, ich sei an der Fraktionssitzung. Es würde doch alles rauskommen. Meine kleine Einzelinitiative mit Frau Fröhlich von der SP. Alles. Herr Abi, Sie haben mit dem Feuer gespürt. Und meine Frau spielt noch mit ganz anderen Gedanken, wenn sie herausfindet, dass zwischen mir und der Frau Fröhlich. Du bist noch nie verheiratet gewesen. Du weißt nicht, wie eine liebende Ehefrau kann sein. So, kommen wir. Also, zu was? Anita, du überwachst die Türen und der Willi und ich bringen unseren Corpus Delicti ins 450 über. Mach mir nur meine Arbeit und mach sich keine Sorgen um mich. Mach mir einen Gefallen und vergiss mal für 5 Minuten deine Mami. Schrecklich aus. Volltreffer. Die Brüder haben so eine sportliche Kondition wie du. Herr, ist der Trauzug heute gesehen von ihm? Genau. Hat ein bisschen viel ins Glas hineingeschaut. Was wollen Sie? Ich habe hier das Kleid gebracht. Danke. Doch, kleine Treueprämie, Frau. Kathi, gerne nach Kathi. Seit Menschen gedenken, bin ich in diesem Haus jetzt Kathi.
Falls wir sie noch brauchen sollten, würden wir uns bei Ihnen melden, Frau Kette. Danke vielmals, merci. Danke vielmals. Machen Sie sich irgendwann mal davon eine kleine Pension auf. Oh, warte mal. So, du gehst und lässt das Kleid ab. Und Willi, du lässt den Körper hier. Die Sonnenbrille an, sieht ein bisschen besser aus. Das ist schon der helle Wahnsinn. Schau, weiter geht's. Los. Wenn du und der Willi dich als Herr und Frau Waser an der Rezeption angemeldet haben, dann gehst du schnurstracks heim. So, jetzt bringen wir den Sunnyboy in die zweite 450 über. Um Himmels Willen, wer ist denn das? Das ist der Freddy, der Bruder vom Herrn Waser. Wasser und Wasser. Ihr Bruder? Er bleibt nicht lang. Er sieht nicht gerade besonders gut aus. Ja, ist schon als kleiner Bub immer ein bisschen... Er geht's wunderbar, gell, du Freddy? Ja. Alles Beste. Hat ein bisschen viel Champagner verwischt. Ist es Ihrem Bruder nicht gut? Er ist schon als Bub immer ein bisschen bleicher gewesen. Gell, du Freddy? Herr Waser, wäre es nicht gescheiter, Sie würden hier übernachten, bevor Sie heimfahren? Ach, ist schwerer. Also eigentlich ist er fast staub. Ah ja? Herr Waser, wäre es nicht gescheiter, Sie würden hier übernachten, bevor Sie heimfahren? Es wäre gar kein Problem für Sie auch noch ein Zimmer zu finden. Sind Sie überhaupt in der Lage, jetzt noch heim zu fahren? Ich hoffe nur, dass er nicht noch versucht, selber heimzufahren. Ah, da bin ich mir sicher, dass er nicht selber fährt. Todsicher. Ja, dann guten Abend, Herr Waser. Ade. Mir ist schlecht. Aber wieso? Das war brillant, Willi.